Es ist mal wieder Freitag, es ist Polish Beer Friday und eine Brauerei, die ich schon mal hier auf dem Kanal hatte, allerdings mit einer Kollaboration mit einem Hobbybrauer. Jetzt kommt ein eigenes Bier und das ist speziell genug, wenn ihr dran bleibt. Servus und schön, dass ihr weiterhin dabei seid und damit herzlich willkommen zu einer neuen Bierverkostung hier auf dem Kanal. Ich freue mich, euch an einem weiteren Polish Beer Friday begrüßen zu dürfen. Der Tag der Woche, ihr wisst ganz genau, der ausschließlich reserviert ist für Biere aus Polen. Und ich war ja Ende letzten Jahres noch Juror bei der polnischen Staatsmeisterschaft und habe dort einen Brauer kennengelernt, der mir richtig Appetit auf seine Biere gemacht hat. Und wir sind ein bisschen zusammengekommen und er hat mir ein kleines Kostpaket zur Verfügung gestellt. Und da waren tatsächlich Biere drin, wo ich gesagt habe, nicht schlecht. Also vom Namen her zumindest. Ich kenne die Brauerei nicht. Es geht um Browar Zamkowy Szczecin. Zamkowy ist, glaube ich, Schlossbrauerei oder Schloss und Browar Brauerei, Schlossbrauerei Szczecin. Und Szczecin selber ist irgendwo an der tschechischen Grenze. Also es ist gar nicht so weit auch von mir zu Hause weg. Und ich glaube, sollte mich es mal wieder Richtung Ostdeutschland verschlagen, dann muss ich, glaube ich, mal so einen kleinen Schlenker in Szczecin vorbeimachen und da mal reinschauen. Ich glaube, das dürfte sich definitiv lohnen, zumindest was ich bis jetzt gesehen habe, weil es ist tatsächlich eine schöne Brauerei in einem Schloss. Ich habe heute für euch ein Bier und das ist mein, wenn man dann schon spezielle Sachen von denen hat, ich habe, glaube auch normales Lager und normales IPA, aber wenn ich ein Ice-Tea IPA zur Verfügung habe, na, dann probiere ich auch mal ein Ice-Tea IPA. Was kann das sein? So der Long Island Ice-Tea unter den Craft-Bieren. Ich weiß es persönlich nicht, aber sie sind nicht allzu geizig, was Informationen angeht. Schaut mal da vorne drauf, ich finde das sehr schön. Vorne nicht versteckt irgendwo hinten drauf, sondern da ist schön übersichtlich all das, was man an Informationen als Bierliebhaber dann doch gern hat. 7,2 Volumenprozent Alkohol, 16 Grad Plato, also wir nähern uns dem Doppelbockbereich, dem Bockbereich. 50 Bittereinheiten und eine Trinktemperatur von 10 bis 12 Grad ist empfohlen, finde ich auch für ein IPA durchaus am oberen Ende. Aber es ist ja ein Tee, ist ja, wenn auch ein Eistee, aber ja, über die verwendeten Hopfensorten habe ich persönlich nur im Internet was rausfinden können. Es war von Chinook die Rede und es soll Earl Grey Tee selber reingekommen sein. Chinook ist ja, glaube ich, nicht die falschste Hopfensorte, wenn man auch so ein bisschen Zitrusaromen reinbringen möchte. Das Basisbier ist, wie gesagt, ein trockenes IPA und da ist dann eben in der Lagerung oder Stopfung quasi nochmal Earl Grey reingekommen. So, soviel zum Herstellungsprozess. Wir werfen noch einen Blick auf das Käppchen oben auf dem Bier. Das ist das Logo der Brauerei und dann ist es auch schon soweit. Wir gehen an diesem Polish Beer Friday mal dieses Bier an und ich habe mir mal ein Glas genommen, was vielleicht so ein bisschen an einen Long Island Iced Tea erinnern könnte. Solche Blödsinn, aber ich dachte mir, könnte ganz gut passen. Und ja, farblich eine schöne, getrübte, goldene, fast schon bernsteinfarbene Farbe, schöne Trübung, wie gesagt, oben. Ein kompakterer Schaum obendrauf. Das sind hier in dem Glas satte drei Finger. Und Konsistenz, wie gesagt, schön feinporig und cremig. Oh! Hey, Freunde! Also, das ist jetzt nicht Tee, sondern denkt mal dran, ihr riecht an einem Eistee. Und das Erste, was euch entgegenschießt, sofern ihr einen Zitroneneistee habt, ist das so ein ganz intensives Limettenaroma. Haben wir hier auch. Und dahinter sitzt aber schon sowas von dick Bergamotte. Also, und dann kommt hinten eben so ein bisschen Teearoma durch. Wenn man jetzt die Augen verbinden würde und sagen würde, so, was hast du denn da für ein Getränk? Auf Bier würde ich jetzt nicht sofort kommen. Also im Aroma, muss ich sagen, ist schon sehr fett Limette, Bergamotte und hinten dran ein bisschen Tee. Also den Eistee würde ich, glaube ich, da würde ich hohe Beträge riskieren, aber nicht Bier. In diesem Sinne, seid zum Wohl. Cheers. Das wird jetzt echt lustig.
Boah. Also. Oh. Boah, da treffen jetzt echt zwei Welten aufeinander. Also, es ist nicht zu viel versprochen worden. Es ist viel Limette, es ist viel Bergamotte, es ist super trocken, und es ist Earl Grey Tee. Und der Earl Grey Tee, der ist schon an sich ja mit einem eigenen Aroma ausgestattet und das fährt hier voll rein. Das ist, finde ich jetzt im Zusammenspiel mit dem IPA nicht ganz einfach, aber das ist schon auch also auf der bitteren Seite definitiv zu Hause. Also die 50 Bittereinheiten, hui. Hintergrund, wie gesagt, schön viel Bergamotte, viel Limette. Für einen Eistee ist es extrem trocken und das macht eben diese Bittere doppelt und dreifach heftig. Also mir zieht es gerade so ein bisschen auch den Mund zusammen. Es hat aber lustigerweise auch eine gewisse Juiciness, aber dann halt eben Limettensaft und Bergamottensaft. Boah, Freunde, das ist jetzt nicht die einfache Schule, das muss man wollen. Aber ich glaube, wenn du an der Bierwelt noch ein bisschen überzeugen willst und auffallen willst, dann musst du genau solche Biere brauen. Insofern bin ich da sehr dabei, muss ich sagen. Und man gewöhnt sich auch ein bisschen dran. Also dieses kräftige Earl Grey, man gewöhnt sich dran. Aber während man sich so dran gewöhnt, die Bittere wird immer schärfer. Also, wow. Lang nicht mehr gehabt. Lang nicht mehr gehabt. Schöner mittlerer Körper. Kohlensäure ist so im mittleren bis fast schon eher dezenteren Bereich angesiedelt. Textur eher im glatten Bereich. Das ist so ein stinknormales IPA von der Textur her. Alles andere ist, weiß Gott, kein normales IPA. Und ja, es geht mit Bergamotte, Earl Grey, bittere und einer wirklich leichten, dezenten Süße geht es hinten in den Nachtrunk rein. Und ich muss sagen, also, das ist schon ein bisschen am Ziehen. Also, wenn der, glaub, diese Restsüße nicht noch da wäre, dann wäre es echt ein sehr kompliziertes Bier. So finde ich es eigentlich mal ganz spannend. Und nachdem so ein bisschen der erste Schrecken weg ist, ich muss sagen, mir gefällt es gerade richtig gut. Das Iced Tea IPA von Browar Zamkowy Szczecin, der Schlossbrauerei Szczecin aus Polen, am Polish Beer Friday von Probiertv gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für das Iced Tea IPA aus Polen. Und dann haben wir es mal wieder geschafft, ein wirklich spannendes Bier auch für mich auf den Kanal zu bringen. Ich habe jetzt wahrscheinlich noch richtig lustig mit dem Bier und wünsche euch, dass ihr es lustig mit dem Bier habt, das ihr gerade vor euch habt. Wir sehen uns morgen mit einem Supermarktbier. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.